Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Hier mein Intro-Tierchen, heute ein wunderhübscher Steppenwaran. Einer von diesen neuen Farben, also Pastell ist so die, das, wie soll man sagen, die Bezeichnung im Moment. Ne? Die Farbe ist nicht geprüft, die Genetik ist nicht geprüft, aber das sieht natürlich hammermäßig aus und deswegen wollte ich euch den mal heute als Intro-Tierchen zeigen. Ich hoffe, der verkratzt mir meine ganzen Hände ohne Handschuh. Deswegen heute etwas schneller, etwas kürzer. Ein hübscher Pastell-Steppenwaran. Da habe ich mein Thema für euch jetzt aufgebaut hier. Die Heatpanels. Die, wo wir vertreiben, gibt es vier verschiedene Sorten. Zum sie euch mal kurz zeigen. Das ist zwischen 15 Watt, 22 Watt, 42 Watt und 62 Watt. Ja? 62, 42, 22 und 15. Generell, ihr müsst sehen, wenn ihr große Terrarien oder die Beheizung in dem Terrarium ist wirklich das A und O. Ne? Manchmal habe ich Kunden, da kaufen die so ein kleines 15 Watt Panel. Da frage ich ja, für was willst du? Ja, ich habe da so ein Meter Terrarium, da will ich 2-3 Grad wärmer machen. Ihr müsst sehen, 15 Watt ist von der Energie her fast gar nichts. Ne? Selbst die großen Panels mit 62 Watt, 62 Watt ist jetzt nicht die Wahnsinnsenergie. Also um euch eine Vorstellung zu geben, dieses 62 Watt Panel, das größte, ist für so ein Meter Terrarium, das wir hier haben, ist eigentlich genau das richtige Panel, ja, für die meisten Terrarientiere. Ne? Also müssen ja unterscheiden zwischen tropischen Tieren, die Tag und Nacht warm wollen, wie jetzt zum Beispiel Königspython, Boa, andere Pythons, die wollen es Tag und Nacht warm. Habe ich das 62 Watt Panel, mache das rein, lasse das Tag und Nacht an und am besten regle ich das über einen Thermostat, dass ich nachts eine Absenkung mache von ca. 3 Grad oder 4 Grad nachts runtergehe. Ne? Dann stelle ich den Thermostat auf tagsüber 30 Grad, nachts 26, 27 Grad und dann wird so ein Terrarium in dieser Größe gerade so gut beheizt. Ja? Also da habt ihr dann auch nicht wahnsinnig viel Luft oder sowas, sondern wie gesagt, das sind ja einfach 60 Watt, 62 Watt. Das braucht ihr für diese Größe. Das nächst kleinere mit 40 Watt, würde ich sagen, ist für so ein 80er Terrarium, ja, oder gar für ein 60er Terrarium, ist das okay. Ne? Das hat die Maße 40 mal 40. Also dann habt ihr, wenn ihr das in so ein 60er reinmacht, habt ihr rechts und links noch 10 cm frei. Da könnt ihr eure Lampe irgendwo anbringen zum Beispiel. Aber ihr braucht diese 40 Watt schon auch für so ein 60er, 80er Terrarium. Umso kleiner ich werde, umso weniger kann ich damit ausrichten. Hier mit dem 22 Watt, da kann ich vielleicht noch so ein 40er Terrarium damit heizen oder 50er Terrarium. Mit den 15 Watt vielleicht noch so ein 30er Terrarium. Von der Größe her, das größte ist 60 mal 40. Oft ist ein Problem, dass die Tiefe, ne, manche Terrarien sind bloß 40 tief, da kriege ich dann das 60 mal 40 fast gar nicht rein, was schade ist. Deswegen Terrarium mit 40 Tiefe ist eh nicht besonders gut und spätestens beim Panel habt ihr Probleme, beziehungsweise das nächst kleinere hat 40 mal 40 cm, also brauche ich mein Terrarium mindestens 42 oder 45 beziehungsweise besser 50 cm Tiefe. Ja? Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass es reinpasst. Noch ein wichtiger Aspekt zu den Panels. Je höher das Terrarium, desto schwieriger wird es natürlich, dass die Wärme runterkommt. Ne? Also das Terrarium, was ich hier habe, ist so knapp 50 cm hoch. Da ist das gerade noch okay, da kommt die Wärme bis an den Boden. Ist das Terrarium höher, 60 oder 80 oder gar einen Meter, kommt die Wärme von dem Panel gar nicht bis runter. Ne? Das schafft kein Panel, das schafft auch kein Strahler. Das schafft einfach keine Heizung, einen Meter tief runterzukommen. Ne? Wir wissen physikalisch, warme Luft steigt auf. Und wenn das Panel da oben hängt, hat es da oben zwar schön 35 oder 40 Grad unter dem Panel, aber am Boden hat es immer nur noch 23, 24. Dann muss ich anders hingehen, dann muss ich die Panels an die Rückwand machen. Ne? Ihr müsst das Panel nicht zwangsläufig an die Decke hängen. Es ist auch okay, wenn man Panels an der Rückwand befestigt hoch kann. Ne? Also Rückwand unten. Ne? Ich weiß nicht, wie ich es zeigen kann. Hier unten könnt ihr das Panel an die Rückwand befestigen. Gerade bei einem großen Terrarium könnt ihr quer oder hochkant, ist egal.
kann man die reinmachen. Dann habt ihr die Wärme weiter unten, dann strahlt es nach vorne ab. Und vielleicht noch ein zweites Panel an die Decke. Dann habt ihr von hinten und von oben die Wärme. Dann habt ihr das Terrarium auch gut aufgewärmt. Ja. Wenn wir jetzt zu größeren Terrarien kommen, oft 1,20 Meter ist auch so ein gängiges Maß, 1,20 Meter mal 60 mal 60, da komme ich mit dem 60 Watt Panel schon nicht aus, das reicht mir nicht. Ja. Dann müsst ihr ein 60er und ein 40er Panel nehmen, ja. Dann habt ihr 104 Watt an Energie drin, plus irgendwie noch eine Lampe vielleicht, eine kleine, oder eine LED bietet sich an als Beleuchtung, plus diese 100, also die LED macht, gibt ja keine Wärme in dem Sinne ab. Also habt ihr die 104 Watt als Energie für die Wärme, für das 1,20 Meter 60 60, passt das gerade. Ne? Könnt ihr auch noch oben an die Decke hinmachen, ne? Macht ihr das 60er hin, das 40er daneben, habt ihr insgesamt 1 Meter mit Panel abgedeckt, habt rechts und links noch 10 cm frei, vorne und hinten habt ihr auch noch, je nachdem, 10, 20 cm frei. Da könnt ihr so eine LED-Lichtleiste reinmachen, dann habt ihr das schön beleuchtet und schön beheizt. Ja? Wenn wir noch größer werden, 1,50 Meter Terrarium, ja, 1,50 Meter, 80, 80 ist auch so ein gängiges Maß. Da komme ich dann auch mit den 100 Watt nicht mehr her. Bei 150, 80, 80 braucht ihr ungefähr 200 Watt an Energie, damit es warm wird. Das heißt, ich muss mindestens 3, wenn nicht gar 4 so große Panels reinmachen von 60 Watt. Ne? Dann denkt ihr vielleicht, oh, um Gottes Willen, da muss ich ja 3 Panels kaufen. Ja, die müsst ihr kaufen. Ne? Wenn ihr so ein riesen Terrarium wollt, müsst ihr es auch entsprechend beheizen. Wenn ihr dieses große Terrarium mit einem Strahler beheizen würdet, ne, dann denkt sich der eine oder andere, oh, ich spare Geld, ich mache lieber einen 250 Watt Strahler rein. Wenn ihr einen 250 Watt Strahler irgendwo in das Terrarium reinmacht, dann habt ihr eine Abartshitze an dem Strahler. Ne. Der Strahler selber kriegt ein paar hundert Grad Hitze, unter dem Strahler hat es 60, 70 Grad. Obendrauf wird es auch knalle heiß, dass ihr euch die Finger verbrennt. Dann habt ihr eine wahnsinns große Energie auf relativ kleiner Fläche, aber wie gesagt, das Ding ist ja 1,50 Meter groß, also einen Meter weiter habt ihr entsprechend nicht die Temperatur, die ihr braucht, ne? Weil die Wärme sich nicht so schön und toll verteilt, wie ihr das gern wollt, weil der Strahler einfach eine kleine Fläche hat. Das ist das Tolle an den Panels, ihr habt eine große Fläche dann, oder wenn ihr mehrere Panels habt, habt ihr eine sehr große Fläche. Die Panels selber werden nicht so heiß, die kriegen bloß so gute 40 Grad, 40, 45 Grad, da kann sich dann auch kein Tier dran verbrennen. Also wird die Wärme über eine schöne große Fläche verteilt. Ihr habt im Terrarium eben ein tolles gleichmäßiges Klima. Gleichmäßiges Klima, noch zum Schluss, dann kommt es von wegen, ja, aber ich will ja ein Temperaturgefälle. Das Temperaturgefälle habt ihr natürlich trotzdem. Ihr habt wärmere Zonen und kühlere Zonen, ne? Ihr habt eine Solltemperatur, je nach Terrarientier, bei einer Natter vielleicht 28 Grad, bei einer Riesenschlange 30 Grad. Die habt ihr in der Luft im Terrarium. Direkt am Panel wird es natürlich wärmer. Wenn das Tier sich aufwärmen will, kann es Richtung Panel gehen, wo dann die Strahlungswärme kommt. Will das Tier eine kühle Ecke, kann es weiter weg vom Panel gehen, beziehungsweise kann in eine Höhle gehen, kann zu einem Schattenplatz gehen, der meinetwegen hinter einer Höhle oder sowas ist. Also ihr habt trotzdem verschiedene Temperaturzonen, was ein wechselwarmes Reptil braucht. Ne? Also ihr habt natürlich, ihr habt ein gleichmäßiges, tolles Klima, aber ihr habt natürlich trotzdem wärmere Stellen und kühlere Stellen. Das war die heutige Folge zu den Panels. Also vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Es gab schon Kunden oder es gab Leute, Terrarianer, die haben es falsch gemacht. Also die silberne Seite ist ja die, wo warm wird. Die schwarze Seite unten ist die, wo kalt bleibt. Ja? Also ihr müsst natürlich die silberne Seite Richtung Terrarium, wenn ihr es an der Rückwand macht, nach vorne, oder wenn ihr es an die Decke macht, klebt es hier mit der schwarzen Seite oben an die Decke. Also ihr könnt es einfach plan an die Decke kleben, ihr könnt es anschrauben, je nachdem wie ihr wollt. Die Seite wird nicht sonderlich warm, wie gesagt, die könnt ihr wirklich direkt an den Deckel dran schrauben, kleben, wie auch immer. Da kann sich keiner verbrennen, da entwickelt sich keine Hitze. Und wie gesagt, die silberne Seite ins Terrarium. Dann habt ihr das, dann habt ihr die perfekte Temperatur im Terrarium. Zu guter Letzt noch was, die Panels sind eigentlich mehr für die Schlangenhaltung. Ne? Habt ihr Echsen oder Schildkröten, die
zumindest tagaktive Echsen oder Schildkröten, also Schildkröten sind meines Wissens alle tagaktiv, aber bei den Echsen, dann braucht ihr ja eine, dann spielt das Licht ja eine große Rolle. Ne? Dann beheizt ihr euer Terrarium in der Regel über das Licht mit einem Strahler. Der gibt dann UV ab, der gibt Wärme ab, der gibt Helligkeit ab. Da kommen Panels weniger zum Tragen. Da könnt ihr, wenn ihr jetzt wirklich irgendwo Probleme habt und sagt, ich möchte mein Terrarium noch gleich ein wenig höher heizen aus irgendeinem Grund, kann man ein Panel einsetzen. Aber bei Echsen und Schildkröten, wie gesagt, macht man über die Lampe, übers Licht, zumindest bei den tagaktiven, sonnenanbetenden Reptilien, ist das dann eher nichts. Deswegen mehr für die Schlangen. Reicht, dann brauche ich auch gar nichts mehr dazu sagen. Oder du, fertig, oder?